irgendwie ist mir das Spiel irgendwie abgegackst, aber keine Ahnung. Tatsache ist, wir müssen sie jetzt da irgendwie einholen. Wo ist sie jetzt eigentlich? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist die Lady? Wo ist die Lady? Übrigens, der gelbe Balken da an der rechten Seite ist die Gesundheit. So viel zum einfachen Weg. Okay? Ja, Medipack, danke. Sehr schön, das erste Medipack. Gut, es ist jetzt eure Entscheidung. Wie gesagt, das ist die volle Gesundheit. Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Ja, es ist ein ganz lustiges Spiel. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Naja, es ist ja grundsätzlich so. Man kann sich ja gerne da über eine Blume schauen. Ist ja nicht so. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Das ist ja so. Joe, hilf mir mal damit. Das ist ja so, dass wir hier sicherlich umschauen darf. Irgendwie. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Ich werde nicht. Also ich muss mal umschauen. Ja, ich möchte wieder ganz gerne. Der Bunker, also. Der Überlebenden. Da sind wir also gekommen. Kann sich durchaus umschauen. Besteht. Keine Gefahr eigentlich. Eigentlich ein Wahnsinn das Ganze. Das heißt also, dass das die auf der Flucht sind. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Ja. Der ganze Inflation. Aber man kann sich da durchaus umschauen. Da haben wir jetzt unser ganzes Werkzeug. Pistole. Nicht mehr viele Kugeln. Ja, du musst gut zielen. Oh, die ganze Kugel in den Rucksack. Jetzt haben wir. Ja, jetzt wird er. Ja, das ist das mit dem. So laut's dann auch. Jetzt hast du eine Taschenlampe auch übrigens. Ja, das kannst du ein- und ausschalten. Ja, ja, Lady. Warum die Hektik? Bleib cool.
Bleib cool. Bereit? Ja, Ma'am. Cool bleiben. Na los. Cool, ganz cool. Bleib locker, Mädchen. Stirbst noch zärtlich genug. Geh weiter. Du stirbst noch zärtlich genug, Mädchen. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Ja, schon da. Möchte mich da noch kurz blumen schon. Weil es ist halt wieder so ein Spiel, da kannst du alles wieder finden. Das ist so wie bei Silent Hill oder bei irgendwie bei Walking Dead und hin und her, aber dieses Spiel ist der reinste Wahnsinn. Du kannst Dinge finden, die unglaublich sind. Kannst. Die sind unglaublich. Aber anscheinend hier doch nicht so. Und Medipacks, die sind da so auf die unwahrscheinlichsten Plätze versteckt. Also. Man soll es nicht glauben. Also dieses Spiel nimmt er wirklich Zeit. Wo ist die Leiter? Die muss ja irgendwo sein. Also für dieses Spiel nimmt er wirklich Zeit. Also findest. Ja, kann sein, dass ich die. Hey, probier's doch mal da drüben. Das habe ich gemeint. Ja. Hier ist sie nicht. Da wäre die Leiter. Sie da hinten, mal. Hab sie. Gut, bring sie rüber. So, zum Beispiel Tutorial freigeschaltet. Tutorials. Überlebensstrategie. Das heißt also, du kannst deine Gegner lautlos mit voller Wucht angreifen und manchmal den Kampf ganz aus dem Weg gehen. Überprüfe die Umgebung und deine Vorräte, wähle deine Strategie mit Bedacht. Naja, ist auch wichtig, ne? Also, die Überlebensstrategie. Versteckspiel. Wenn ein Kampf ausbricht, kannst du weglaufen. Ja. Weglaufen. Ja. Und aus dem Blickfeld deiner Gegner verschwinden. Um wieder lautlos agieren zu können. Ja. Hohe Deckungen und Korridore machen das Verstecken leichter. Hm? Gegner verfolgen dich bis zu dem Punkt, an dem du zuletzt warst. Bewege dich leise und bleibe verborgen, indem du dich duckst. Wenn du sie dich nicht finden, teilen sie sich auf und durchkämmen das Gebiet. Also du hast unterlegen, befreien oder verstecken mit der L2-Taste. Überlegung, Statistiken. Weglaufen ist L2. Verstecken ist Kreis. Lautlos, Angriff ist Dreieck. Ja, das ist wichtig. Es kann wichtig werden in dem Spiel. Bewegung.
Wenn du geduckt läufst, bist du leise und schwerer zu sehen. Kannst du ungesehen umherschleichen. Wenn du sprintest, L2, kommst du schneller voran. Läufst aber Gefahr, zu hören zu werden. Kampf oder Flucht? Wenn du im Kampf unterlegen bist, ist die Flucht oft der beste Weg, um zu überleben. Halte L2 gedrückt, um zu sprinten. Feinde können dich beim Weglaufen schlechter treffen, aber wenn du direkt auf sie rennst, bist du ein leichtes Ziel. Ja, das war nicht. Leiter und Bretter. Stelle Leitern an Wände, um höher gelegene Orte zu erreichen, wenn Leiter und Bretter einen Vorsprung überragen. Kannst du sie mitnehmen und an andere Stellen tragen. Bretter können über Löcher und Spalten gelegt werden, um an Stellen zu kommen, die durch Springen zu erreichen sind. Ja, und das Medikit ist ja klar. Verarzte deine Wunden mit einem Medikit. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einen sicheren Ort auf. Rüste das Medikit mit Pfeil nach oben aus und halte R1 gedrückt, um zu verbinden. Na, da bringen wir hier die Leiter. Halt, was ist das gewesen? Ja, das müssen wir da, wie gesagt, auf die Mauer anstellen. Drücken und platzieren, ja, ganz klar. Ah, das wollte ich nicht. Haha. Ah, das ist. Haha. Ah, ja. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Ja. Alles ist relativ. Das müssen wir dann noch raufklettern. Hier lang. Die hat immer so eine kleine Hektik, das ist ein Wahnsinn. Mal genüsslich umschauen. Kann ja sein, dass da was liegt. Da hast du zum Beispiel die Sammelobjekte, Karte, der Ortsposten, deinen Rucksack vergrößern. Das ist zum Beispiel auch sowas, eine Karte. Und ja, das ist alle, das Area 5 müsst ihr hin. Ja. Da haben sie ein bisschen, muss ich dazu sagen, ein bisschen geschlampt. Ja, also da haben sie ein bisschen. Oh, ja. Ja, also das haben sie ein bisschen schlecht gemacht. Also da, ja, aber gut, das kann man nicht haben. Militärbroschüre. Da haben sie jetzt Infektionsstadien. Stadium Runner. Sie dürfen dich nicht überrennen. Cordycops hat die motorische Funktion, des Wirts übernommen. Die schnellen, wendigen Infizierten des ersten Stadions bewegen sich für gewöhnlich in Gruppen. Passen Sie auf, dass Sie nicht überrannt werden. Stoker verstecken sich und lauern ihren Opfern auf. Umgebung überprüfen. Stadiongleicher sehen nichts. Ja, also das ist auch relativ wichtig. Ja, da machen wir dann noch nichts. Ja. Eigentlich, das soll ja meine eigene Richtung gewesen sein. Ah, ja, das meine ich doch, sind so Sachen. Manches Mal ist was drinnen. Ah, siehst. Das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint, Schatzi. Das habe ich gemeint. Die Teile.
muss ich schauen. Da mal was. Das wollte ich nicht. Jetzt muss ich noch schauen. Ja. Ah, das wollte ich nicht. Im Laufe der Zeit musst du nämlich Waffen und alles zusammenbauen. Da hast du dann die Möglichkeit, irgendwas auch einzustellen. Warte mal, Option. Boni. Ja. Das habe ich so gemeint. Das sind nämlich. Das sind so Sachen, was relativ gut sind. Ja. Ah, der ist da zum Beispiel. Ja, drücke ja. Ja. Das ist zum Beispiel jetzt einiger, der von Mitgliedern der Firefly-Miliz getragen wird. Ja. Umdrehen. Das habe ich jetzt gemeint. Ja. Das sind so. Ist zwar nicht schlecht, wenn du es findest. Darum sage ich, das ist, ich hab dir ja gesagt, nimmt der Zeit für dieses Spiel. Nimmt der Zeit. Jetzt hier runter. Jetzt hast du es noch. Jetzt hast du die Zeit noch. Weil später hast du es dann vielleicht in. Um seinetwillen hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. In manchen, reden, wann jetzt was momentan hast du die Zeit, dich umzuschauen. Vermutlich. Ja, tja, er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. In späteren Folge hast du dann sowieso keine Zeit mehr. Dann musst du wirklich schnell sein, aber jetzt am Anfang hast du die Zeit. Ja, und so wie es eigentlich ausschaut. Warte, Sporen. Ich werde meine Waffe richten. Ich glaube, da ist irgendwas. Kann man das noch nicht mehr so. Das Gras. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Ah, das ist halt jetzt da. Eine staubige Gegend. Wahnsinn eigentlich. Ah, was war da jetzt? Was war da jetzt? Aha, ducken. Da liegt ja der Grund. Das ist jetzt nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Da ist eine Leiche und da ist auch eine. Wahnsinn, was ist da abgegangen? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, trinken wir mal was, nicht? Bevor wir da durchgehen, es ist immer ein kleiner Vorteil, wenn man was trinkt. Ja, trinken wir mal was, nicht? Ja, werden wir da mal schauen. Alles okay? Ja, die verdammte ja. Decke kommt runter, pass auf! Wenn wir da mal durchgehen. Vorsicht. Scheiße! Pass auf, pass auf! Helf mir! Ach du Scheiße! Was geht kaputt? Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun?
Halte L gedrückt zum Zielen, drücke dann R2. Ja, gehen wir mit Gnadenschuss. Wird anders gehen. Leider, Freunde. Es ist nicht anders gegangen. Ja, das habe ich gemeint. Sehr schön Munition gefunden. Ja, leider können wir nicht alles da am Leben lassen. Die Problematik ist eben, dass sich viele hier infiziert haben. Die ganze Gang taugt mir da eh nicht. So richtig. Das dürfte irgendwas ja Labor gewesen sein einmal. Nehme ich mal an. Also, R2 gedrückt halten für den Lauschmodus. Da sieht man also, wer da ist, eh mal da ist. Sehr anschleichen. Ah! Scheiße, da ist noch was. Naja, zu lange darf man auch nicht warten. Okay, das waren alle. Ich hoffe es ja noch. Gehen wir zurück in die Stadt. Ja, zu lange darf man auch nicht warten bei dem Spiel. Oh, was ist das? Ja. Sehr schön. Das Einzige, was man hier leider nicht so oft findet, sind die Medipacks. Aber das ist selbstverständlich die Munitionen. Ah, die Medipacks. Ah, da ist es zum Umschalten. Ah, wo geht man eigentlich jetzt aus? Naja, zurückgehen wollte ich eigentlich nicht. Das ist. Aha, da ist eine Treppe. Das ist echt krass. Ja, schaut da noch aus. Schaut da noch echt aus. Da kann man auch noch was machen. Ein Wahnsinn eigentlich das Ganze da, weil also das sollte nur mal irgend so Büro gewesen sein, glaube ich.
Nachricht von Bruder. Ja, das sind so Nachrichten, was du auch findest. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von ihnen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in so ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Spuren bemerkt, bis es bereits zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit ich dir wenigstens diesen Zettel schicken kann. Ich hätte auf dich hören und mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu. Ah, oh, was? Oh, zu. Ah, so geht es. Zu spät. Pass auf dich auf, Mark. Mo. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert. Scheiße, wir können das Medebeck nicht nehmen, wenn wir nicht verletzt sind. Die armen Töpfel, die unbedingt dort leben wollen. Sind leider voll, das ist das Problem. Naja, schauen wir mal. Ja, wir wissen da runter. Frischluft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Naja, Freunde. Machen wir mal hier kurz Spielpause. Warum fragst du nach einem dieser Raumsprays? Ciao. Hey.